Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, eigentlich steht ja im Titel, der Herbst ist da, aber meine, die Tannen sind immer grün, ne? Egal, ob Herbst ist oder Winter ist oder Sommer ist oder Frühling ist, aber ich denke mal, es ist damit das Tagdorf gemeint. Denn hier hat tatsächlich der Herbst so ein bisschen Einzug gefunden, hier natürlich auch nicht, sondern hier außen, habe ich eben nochmal kontrolliert in dem Video von gestern, sind nämlich die Blätterchen tatsächlich grün und von einem auf den anderen Tag sind die jetzt nicht mehr grün. Okay, das ist natürlich nicht so der richtige Faktor, also so 1:1 von einem Tag auf den anderen. Aber heute, Leute, ist ja der längste Tag und die längste Nacht, oder der Tag ist genauso lang wie die Nacht. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Und deswegen geht heute vermutlich so richtig früh mal die Sonne unter, beziehungsweise sie ist ja auch richtig früh aufgegangen oder andersrum. Die Nacht kommt etwas eher, ja, ist auch egal. Aber die Clanspieler haben auch Einzug gehalten, also, naja, okay, wir nehmen das mal so hin. Ist ein schicker Nebengimmick-Effekt. Jetzt müsste man natürlich wissen, ob dieser Effekt auch da ist. Okay, scheinbar ist er, das ist Classic. Okay, da müsste ich gleich mal nachschauen, ob das bei der anderen Version, obwohl ich brauche gar nicht nachschauen, ich kann eigentlich mal direkt, glaube ich, ich habe keine Freunde, geil, könnte ich direkt mal gucken, beim Thorsten, der hat ja dieses Special Pack, wie heißen die nochmal, Spätzle mit SOS mit Soßen, so, da kann ich natürlich mal beim Thorsten gucken, ob das auch so ist. Ob man das so sieht, so, der ist unten irgendwo in Legende, Visit, der hat ja das neue Dorf und siehe da, hier ist noch alles grün, okay, hier ist noch alles grün, aber vielleicht ist das ja bei allen so, ich gucke mal, das interessiert mich jetzt, Leute, ob das bei allen so ist, mal gucken, ob der Marder, was hat der Marder, hat noch das normale Dorf und da ist es, okay, also der Herbst ist nicht überall da, der Herbst ist nur in der alten Version da, also wenn ihr den Herbst haben wollt, müssen wir die alte Version noch machen. In der neuen scheinbar sieht man das nicht, beziehungsweise da ist noch alles grün geblieben. Okay, haben wir das in jedem Fall geklärt. Und ja, es sind wieder Clanspiele. Ich habe auch schon Clanspiel angenommen. So ein bisschen Elex sammeln hier. Es sei mal dahingestellt, dass hier mal wieder geleakt wurde, was es in den Clan-Games gibt. Also es ist so eine Sache, die regt mich auch immer wieder auf, dass die Leaks einfach, ja, dann, ich meine, es wird ja sowieso in dem Moment gelegt, wo die Clanspiele anfangen, aber nicht schon immer Tage vorher, wo man dann weiß, es gibt nur eine Rune und okay, es gibt ein paar Gems, oh, es gibt ein Heldenbuch. Ah, das kann ich natürlich super, 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 super gut gebrauchen. Und ich habe hier kein Heldenbuch mehr. Okay, auf Lela kann auch keins kaufen, perfekt. Und im Pass, da dauert es noch ein paar Tage, bis ich das Buch habe, also müssen wir ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, müssen wir ein bisschen Gas geben, ist aber nicht so. Sorry, Lela, verklickt. Oh, den einen Lohn, den können wir mitnehmen. Da bin ich nicht so derjenige. Oh, ihr hört, glaube ich, die. Ihr hört das immer. Irgendwo ist da immer Sound bei mir drin, kurzfristig. Da bin ich jetzt nicht so der da sauer ist, wenn da mal ein Ballon mit reinwandert oder so. Kann man ja auch mit farmen. Wollte auch eh nur, obwohl ich wollte Boden haben, ja. Aber man kann ja mit allem farmen, also da bin ich jetzt nicht so der dort sauer ist oder so, nur weil da jetzt ein Ballon ist und ich räume den auch nicht raus, um da jetzt doch einen Riesen reinzukriegen oder so, das ist mir egal. Aber ein bisschen Loot wäre ganz schön, den wir hier machen können. Ja, ich weiß nicht, was ihr immer so von den Clanspielen haltet. Ich meine, das ist für mich, ist es hier immer, oh, der ist ganz gut, den können wir mitnehmen, das ist ein 10er, okay. Ach, ist es ein notwendiges Übel, das so mitzunehmen. Und ich komme aber gleich noch auf eine ganz andere Sache. Eine OP Rathaus 9 Base würde ich euch gerne präsentieren. Ob die dann wirklich so OP ist, das weiß ich noch nicht. Aber was müssen wir eigentlich machen? Ach, ich gucke jetzt die ganze Zeit nur nach dem Dunklen, Leute. Wir brauchen noch Elex. Mist, wir brauchen noch Elex. Wir brauchen noch Elixier, ganz vergessen. Und ein bisschen Dunkles können wir natürlich auch mitnehmen. Von Gary Glitter. Mal sehen. Da ist der Topf, da ist der Topf, da ist der Topf. Der wird ja keine Clanburg haben. Gehen wir mal von hier rein, würde ich sagen. Mit unseren Riesen. Ein paar Magier dahinter. Mal so in Doppelsteps. Wir gucken mal, ob die Mauerbrecher da reingehen könnten. Sonst müssen halt meine Packers Mauerbrecher spielen. Geht aber noch ganz gut. Da geht nichts nach außen. Perfekt.
darüber gesprungen Richtung gegnerischer Queen. Und wir könnten eigentlich beide Helden hier kurz mal einfrösteln, beziehungsweise kurz mal giften. Oh, mein King muss sich jetzt gerade schon zünden. Oh, so ein paar Riesen sind mir da abhandengekommen. Da schicke ich noch mal ein paar Magier hinter, würde ich sagen. Und, oh, da sind ein paar Knabber-Skelette, die müssen da weg. Denn die nerven so ein bisschen meine Packer-Gang hier in der Mitte. Und die noch mal in Wut gebracht. Dann kriegen wir das Dunkle auch. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch ganz gut aus. So muss das sein. Und billig gefarmt hier mit ganz wenig Dunklem, da ich das Dunkle ein bisschen brauche. Allerdings im Moment bin ich am Sammeln, denn wir sind im Clan. Wir sind im Clankrieg. Und ja, da komme ich jetzt gleich aber einmal kurz zum Sprechen drauf, denn ich will euch natürlich nicht vorenthalten, dass es im Moment eine OP-Base gibt. Vielleicht ist sie auch OP, keine Ahnung. Kann ja sein. Und ich würde fast sagen, wenn die Queen jetzt drin bleibt und nicht auch rausgeht, dann könnten wir hier ganz schön viel mitnehmen, weil die Päcker holen mir jetzt außen noch ganz schön viel. Und oh, die bleibt tatsächlich dort. Okay, die bleibt tatsächlich drinnen. Da kommt die Magierschaften, da oben die Kanone noch. Oh, jetzt muss ich die Self-Zündung nicht nehmen. Ich zünde mal lieber von Hand, denn der Tesla muss noch weggehen, der Flächenschaden dort auch. Oh, oben sind noch, oh nein, meine Päckis sind oben weg. Oh, shit. 1350 haben wir ihm noch gelassen, aber wir haben dem Gary Glitter hier zumindest das ganze Elex abgeluchst und ich glaube 86%, da passiert hier nicht mehr viel. Naja, schade auch, aber ganz gut. Ganz gut, haben wir das erste Clanspiel. Ah, noch nicht ganz drin, 500.000 brauchen wir. Okay, dann machen wir in dem Fall noch einen zweiten Angriff. Oh, jetzt habe ich Schweinereiter dabei. Shit. Ah, egal, wir fordern einfach nochmal Bodentruppengift. Und aber auf das, was ich noch zu sprechen kommen wollte, ist der jetzt gerade laufende Clankrieg, den wir wahrscheinlich ziemlich hoch gegen Pino Schillax verlieren werden. Denn die sind heftig zugange hier. 648 Wins und so wie ich das hier lese, haben die schon mal einen 36er Strike gehabt hier. Im Moment ein 9er, da können wir nicht wirklich gegenstinken. Ich habe gestern schon mal geguckt, hier vor allen Dingen die 10er. Die haben klar Kriegssterne von jenseits von Gut und Böse, 3500. Und die sind also schon ewig Rathaus 10, 3,7. Also ist schon eine heftige Truppe hier und dagegen können wir ruhig verlieren. Das ist nicht so schlimm, aber ab der 7, glaube ich, hier haben die alle die gleiche Base. Oder zumindest, ich glaube, nur ein einziger Rathaus 9 hat diese Base hier nicht. Und im Moment tun wir uns ein bisschen schwer. Die hier zu 3 haben. Marder hat das schon mal als 10 erledigt, 2 Stück. Aber ich habe jetzt gestern Abend auch 2 Hits, glaube ich, drauf gemacht oder 3 Hits sogar drauf gemacht. Und jeweils mit 1 bzw. 2 Sternen. Der Kanix hat sie ein bisschen besser gemacht. Schon mal mit 3 Sternen. Nochmal gedreisternt. Okay. Hör gleich. Oh nee, nicht attacken. Reapline. Hat er mit der gleichen Truppe gemacht. Und die und deren 9er machen uns übrigens auch mit fast exakt der gleichen Truppe. Die nehmen allerdings immer 2 Heiler nur. Die nehmen immer 2 Heiler, 10 Hexen und 2 Golems. So haben. Und zwar auch exakt gleich. Also so gleich wie die Bases sind, so gleich ist deren Angriffsstrategie. Vielleicht muss man sie einfach nur kopieren. Und der Kanix hier hat das ja gemacht. Ist eine freundliche Leihgabe übrigens von SMS. Also so ein bisschen der Transfermarkt hier ist ja wieder im Gange, vor allen Dingen, wenn jetzt in ein paar Tagen wieder die Liga startet. Und dementsprechend haben wir uns hier, beziehungsweise verstärkt er uns so ein bisschen, ist er noch kommt, oder er kam aus dem letzten laufenden Turnier von Noobs dann zu uns rein, weil wir hier natürlich auch in den Rathausstufen noch ganz normal unsere Clankriege gestalten. Und deswegen hat er hier angefragt und natürlich nehmen wir ein extra Rathaus 9 immer mit Kusshand, hätte ich fast gesagt. Aber nehmen wir schon immer ganz gerne mit. Und okay, hat das so gemacht, so gemacht, so gemacht. Naja, das ist. Hexen sind im Rathaus 9 Bereich nicht so meine Kombi. Also ich nehme sie schon, aber ich nehme sie nicht so ultra gerne. Ich vertraue eher auf andere Taktiken. Okay, die haben jetzt diesmal nicht funktioniert oder erstmal nicht funktioniert.
zweimal Luft und einmal Hawks. Also ich brauche ja die Base jetzt nicht ändern oder tauschen. Ist halt überall immer die gleiche hier bei den Rathaus 9ern. Und das ist das Witzige. Und dementsprechend kann man sich dann natürlich irgendwo einschießen. Und ich glaube, er hat ja zweimal jetzt die gleiche, ja, klar, zweimal die gleiche Base gemacht. Das hört sich witzig an. Und mit der gleichen Kombi hier, also na, sind die Hexen doch gar nicht mal so schlecht im Rathaus 9 Bereich. Und aber wenn wir jetzt ein Stück weiter runter gehen dann, und hier einfach so scouten, dann sehen wir hier, dass die hier alles immer die gleiche Base haben. Vielleicht ist eine OP-Base. Frei hat hier schon mal gefailt. Ich meine, die haben auch alle Max-Helden hier im Rathaus 9 Bereich. Alles immer 30-30. Also das ist auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ob das ein Turnierclan ist oder so. Lela hat hier gefailt. Und, oh, der hat mal eine andere Base hier. Okay. Aber das ist auch der einzige, weil danach geht's ganz normal weiter. Wenn auch farblich, Nazgul hier nicht ganz. Okay, das ist der Angie da unten. Der wird wahrscheinlich oben unseren Zehner denn auch plätten. Und damit werden wir hier ein Perfect War reinbekommen. Also nicht wir machen ihn, sondern wir werden ihn bekommen. Und hier unten sind es ein paar Achter, wie man hier 0 Sterne machen kann. Da muss man mal gerade gucken hier. Nur mal eben gucken. Okay. Naja. Echt 0? Okay. Was? Naja, okay. Ich nehme das jetzt mal so hin. Wir machen ein Clanspiel. Ne? Herbstliche Clanspiele. Also könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet hier. Von der ewig gleichen Base hier. Vielleicht ist sie auch gut. Ich kann euch jetzt keinen Link schicken. Aber man kann sie natürlich mal nachbauen oder vielleicht habt ihr sie ja sogar. Oder vielleicht hat ja sogar jemand einen Link von dieser Base hier. Dann könnte man die durchaus ja auch mal in Clankriegen ausprobieren, ob sie zu einem passt. Ich meine, man muss sich jetzt nur 3-4 Angriffe angucken, dann weißt du, wo jede Bombe ist, wo jeder Tesla steht und so weiter. Aber naja, vielleicht ist es ja was. Ich regge noch mal kurz durch und dann machen wir hier die Klönspiele so ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und frönen uns hier den Herbst. Eieiei, First Click hier, Leute. Das war First Click, da muss ich erstmal gerade im Hintergrund was schließen. So, das sieht gut aus. Und da haben wir in jedem Fall Elex. Oh, da ist noch nicht ganz leer geschossen. Die X-Bögen haben in jedem Fall noch ein bisschen, haben noch ein bisschen Elex da. Und der könnte auch eine Clanburg haben, der hat eine Liga. Und schwierig, 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 schwierig. Also einfach ist nicht. Einfach ist ja sowieso nichts in dem Game. Das heißt, wir müssen das mal jetzt so hinnehmen, wie es ist. 1, 2, 3. Da muss er rein. Ich guck mal jetzt nicht in die Clanburg, was ich mir da falsch gespendet habe. Aber ich guck doch mal rein. Es sind ein paar Loons drin. Okay. Es sind hier ein paar Loons drin. Und hier war irgendwo eine böse Königin, glaube ich. So, dann können wir da. Nehmen wir mal hier unsere Hoggies mit rein. 1, 2, 3, da fliegen sie schon rum. Hier ein bisschen Tesla-Troll gefarmt hier. Okay. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben noch einen Eilzauber. Okay, den können wir natürlich auch nehmen. Ein Eilzauber. Queen schnell noch zünden, bevor da irgendwas Unglückliches passiert. Ah, der King lässt jetzt endlich von meinem Hox ab. Das ist gut. So, ich habe noch einen Heilzauber, der muss hier geworfen werden, weil der X-Bogen hat einfach zu viele Trefferpunkte. Und da hinten schaffen die Doppelkanone nicht. Okay. So, wo können wir noch ein bisschen. Oh ja. Toto vergießt das dunkle Außen, alles klar. Der bloß nicht. Bloß nicht vergessen. So, da können wir da noch ein bisschen machen. Wir können. Oh shit, shit, shit. Schade, schade, schade. Aber hier kommen wir noch ungefährdet dran. Da kommen wir auch noch ungefährdet dran. Und wo kommen wir noch ungefähr dran? Vielleicht da? Jo, das stimmt, die hat ja eine kürzere Reichweite. Kürzere Reichweite, das Kanönchen hier. Und dann können wir das alles abplatzen hier. Also wunderbar, haben wir in jedem Fall das Clanspiel geschafft. Und ich habe noch einen ganz anderen, ich habe noch den kleinen Umstand natürlich klären können, was es mit diesem neuen Dorf auf sich hat, also mit dem neuen Dorfdesign auf sich hat. Zeige ich euch gleich. Bevor die Leute das Video wieder nicht zu Ende gucken und sofort den Kommentar reinballern. Nee, Toto, das ist ja ganz anders in dem anderen Dorf, in dem anderen Design. Ja, dann habt ihr das Video nicht bis zum Ende geguckt, denn ich löse das natürlich auf. Wenn wir den hier noch so ein
bisschen schröpfen hier, denn ich kann hier mit dem Account natürlich jeden Tropfen Elex und jeden Tropfen Gold gebrauchen. Aber wir haben ganz gut was gemacht. Und der Bogenschütze oder die Bogenschützin hier, ist es eine oder zwei? Es ist eine. Zack, zack, zack. Mit dem kleinen, wundersamen Bogen. Räumen wir das hier eben noch ab, Leute. Danach stirbt die sowieso, egal wo sie hinläuft, oft nach rechts oder nach links. Bogenschützenturm oder die kurze Kanone, die schafft das Lager auch gar nicht ganz. Nee, schafft sie nicht ganz. Okay. Dann ist jetzt auch durch. Und dann können wir nochmal in unser Heimatdorf reingehen. Und können dort den Umstand aufklären. Aber erstmal haben wir das hier gemacht. Okay, 2,50. Manchmal muss man hier so ein paar rausnehmen, wo man eigentlich genau weiß, das muss jetzt gar keiner machen. Weil in Legende ist im Moment hier niemand. Da sind wir alle weit, weit von entfernt. Und deswegen, Leute, macht das auch. Nehmt hier die Spiele raus, dass die Spiele nachkommen. Oder auch da oben, das hier mit Rathaus 13. Das wird hier auch kaum jemand machen. Und deswegen starten wir das einfach. Natürlich werde ich niemals in Legende was machen. Trashen das weg. Da haben wir zwar jetzt einen kleinen Timer, aber das Spiel ist erstmal raus und macht das ruhig mal zwischendurch. Also wenn ihr das jetzt seht, auch wenn die Leute von Free-to-Play das jetzt sehen, macht das einfach mal. Man hat ja nur noch einen Timer, der sich nicht mehr erhöht. Und dementsprechend sind das, glaube ich, jetzt immer 10 Minuten, immer 3 Gems. Vorher war das ja so, dass sich die Zeit dann auch immer erhöht hat, je mehr du hier weggemacht hast. Und das ist aber schon lange Geschichte und deswegen nehmt die Spiele ruhig raus. Kostet euch nichts, nur 10 Minuten Zeit. Ich glaube, die kann man investieren. Aber das, was ich noch auflösen wollte, halt erstmal nachtrainen, aber nicht quick, sondern kein Eil mehr. Was nehmen wir denn hier? Was nehmen wir das? Wir nehmen mal den hier in Train. Ich nehme mal die Loons raus. Die vielen Bogenschützen hier. Das ist sicherlich aus irgendeinem Spiel gewesen. So, hier brauchen wir auch nicht so viele. Auch nicht, und dann nehmen wir lieber ein paar Päcker mit. Macht mehr Sinn. Nehmen wir ruhig 4 und Laki. 1-2-1-1. Zum Weiterfahren bzw. weiter Clanspiele machen. Ja, und was löse ich eigentlich auf? Ich habe jetzt einen Freund. Eigentlich habe ich jetzt noch keinen Freund. Jetzt habe ich noch keinen Freund, aber ich habe einen Freund-Request. Und wenn ich diesen Freund-Request annehme von Thorsten, dann habe ich 2 Freunde. Nämlich den Thorsten und mich. Cool, ne? Ich bin mein eigener Freund. Auch nicht schlecht. Mir noch nie so aufgefallen. Und aber wenn wir nochmal beim Thorsten gucken, dann ist es so, dass das neue Dorf hier ausschließlich aus Tanne besteht. Ich glaube, ich habe eben mal ein bisschen länger geguckt. Ich habe noch nichts gesehen, was auf einen Busch oder auf einen Laubbaum hinweist, der dann auch grau sein könnte, also herbstlich. Vielleicht baut Supercell das mal so ein bisschen ein hier, dass auch hier im neuen Design Dorf bisschen herbstliche Stimmung reinkommt. Das nur mal dazu gesagt. Also wenn ihr jetzt bis zum Schluss geguckt habt, dann könnt ihr mir einfach an diesem Schluss, euch lasst den Toast mal dran, Daumen nach oben da lassen, vielleicht auch ein Abo, falls ihr noch nicht Abonnent seid bei mir auf dem Kanal, und vielleicht auch auf Twitch TV. Beschreibungen für alle Discords etc. immer unter meinen Videos, da müsst ihr auch mal ab und zu mal reingucken. Dann braucht ihr auch nicht fragen, welche Clans hast du etc. Steht alles immer unten drin. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, Leute. Schöne Woche noch. Euer Toto. Flashed.